Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile mit Mr. Lava, Lava, Lava Schlank, Marodeur, direkt aus der Betrayal-Liga. Und beim letzten Mal, ich will meine Auflösung präsentieren. Vielleicht hat es mir auch schon einer in die Kommentare geschrieben. Kann durchaus sein. Wir hatten ja beim letzten Mal, hatte ich diese Gegenstandsseltenheit hier reingepackt und ich hatte ja schon gemutmaßt, dass wir das mit dem Herold der Asche, dass das genau genommen, wobei ich habe es jetzt gar nicht bei der Wut nachgeguckt, dass es beim Herold der Asche wahrscheinlich nur auf den Brandschaden wirkt. Und tatsächlich ist es so. Steht sogar explizit im Wiki drin, dass steht auch wirklich genau diese Unterstützergemme. Sind wohl ein paar mehr auf die Idee gekommen, dass das also ich sag mal, alle Unterstützergemme im Wesentlichen nur auf den zusätzlichen Brandschaden beziehen. Das heißt, nur wenn ein Gegner durch den Brandschaden stirbt, fallen bessere Items. Gut, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, weil ich hatte den Platz jetzt aktuell, habe ich ihn ja eh noch einfach frei. Von daher ab dafür, lassen wir einfach so. Dann habe ich mir gedacht, wir lassen jetzt das Hideout jetzt an der Stelle auch noch einfach mal so. Ich hatte jetzt erst überlegt, ob wir jetzt einfach zu jeder Folge ein neues Hideout nehmen. Aber wir sind ja noch gar nicht so viel drin gewesen. Deswegen werde ich das jetzt hier auch einfach mal lassen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich will mal sehen, wie viel sind das eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Das sind ja 34 Folgen, wenn wir das jede zweite Folge machen. Das wäre eigentlich noch schaffbar, wobei ich ja schon ein paar hatte. Das hatte ich schon, das haben wir schon angeguckt. Ne, dann machen wir das doch jetzt jede Folge mal und dann suche ich mir am Ende eins aus für den bis zum Rest der Liga. Dann nehmen wir jetzt mal die versteckte Lichtung. Schauen wir uns einfach mal kurz an. So, die ist auch schick, die versteckte Lichtung. Mal gucken, was sie hier so rumdekoriert haben. Ob sie hier überhaupt was rumdekoriert haben. So, wo ist denn überhaupt... ich muss ja jedes Mal meine Truhe und jedes Mal Dings umstellen, ne? Ah, okay. Ist ein bisschen Lütter, ne? Reicht aber vollkommen aus. Haben sich den aber ans ganz andere Ende gestellt, hier, den Kartenapparat. So, also ist natürlich der Weg schon ein bisschen weiter. Man müsste das ein bisschen zentraler stellen, alles. Damit es nicht ganz so weit weg ist. Weil sonst habe ich natürlich hier das Problem, gerade hier so mit der Truhe irgendwie mal durchlaufen. Ist natürlich nicht so ganz leicht. So. Muss ich die da hinschieben? So, ah ne, da hinten hätte sie rüber gemusst, ne? So, ich schiebe jetzt einfach mal dahin, so. Und da muss natürlich auch... Sana muss da ja auch mit hin. Ah, das ist ja... Also wenn man sich das einmal eingerichtet hat, ist das super, ne? Ist echt idyllisch hier, finde ich. Also ich mag das auch lieber als so diese dunkle Bibliothek da an der Stelle. Aber es ist doch ein bisschen weitläufiger. So, komm her. Sana kann ruhig da stehen bleiben. Die Truhe möchte ich aber gerne irgendwie so haben. Komm her. Truhe. Truhe, du kannst dahin. Und ich sag mal, Sana kann dann auch hier hin, ne? Oder? So. Gut, man weiß das mit den anderen Meistern, ja, aber es ist schon idyllisch gemacht hier irgendwie mit denen. Also haben sie schon schick hingekriegt. So, die Handwerksbank, die steht da ein bisschen unglücklich. Die müsste vielleicht hier drüben irgendwie hin, da so, ne? Das hätte schon ein bisschen mehr. Also ich mag das. Ist auch nicht zu klein, nicht zu groß. Ist eigentlich genauso eine richtige Größe. Hier habe ich sogar Pets. Auch wenn es nicht meine sind, macht aber nichts. Ja. Also finde ich gar nicht schlecht. Haben sie ganz schick gemacht. So, weiß ich noch nicht. Also noch nicht, natürlich nicht so mit meiner Küste vergleichbar, aber auch schon nicht schlecht. So, wir wollen wieder Maps machen. Wir wollen noch mal schauen, was wir hier noch für Maps haben. Und dann wollen wir die auch gleich mal reißen. So, wir haben ja jetzt quasi alle Dreier-Maps durch. Hier fehlt uns immer noch die Verlieskarte. So, wir könnten natürlich jetzt einfach mal gucken, wir haben hier überall genug, ob eine davon mit Glück die Verlieskarte ergibt. Ich glaube das zwar nicht. So, was haben wir hier? Atoll, nehmen wir mal. Die werden wir auch einfach mal hochtauschen. Hier bin ich jetzt auch mal so mutig. Aber nicht die, nee, die nicht, sondern die. Ah ja, egal. Augen zu und durch. Learn anything new. So, und dann werden wir jetzt einfach die mal hochtauschen. So, und da haben wir Waffenkammer, Verlies und Eisberg.
haben wir da. Ich glaube, das war's, ne? Oder? So, jetzt haben wir nämlich die Verlieskarte hochgetauscht. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, welche das war. Aber jetzt können wir die nämlich auch abschließen. Die ist ja natürlich nicht so schwer. Die wird jetzt natürlich relativ leicht sein. So, leider hat sie keine Qualität, aber es macht nichts. Padum. So, reflektieren. Physischen Schaden. Jetzt muss ich direkt mal gucken, machen wir überhaupt noch physischen Schaden? Nee, wir machen ja nur noch Feuerschaden, ne? Durch die Aszendenzen und diese ganzen Geschichten machen wir nur noch Feuerschaden. Also ist uns das eigentlich ziemlich Banane. So, ich hoffe auch, ich irre mich nicht. Sonst bin ich gleich tot. So, und da können wir das Verlies machen. Obwohl ich das nicht mag. Ne, wie wir sehen, sehen wir nichts. Sehr gut. Na, wer spuckt uns da an? Ich mag das nicht. Ich mag nicht angespuckt werden. Diese Biester. Oh, wie ich die hasse. Weil die einen immer langsam machen, ne? Das gibt immer Ärger. Gibt immer Ärger. Kann man machen, was man will. So, sehr gut. Also das, sag ich mal, läuft. Die ist natürlich jetzt relativ simpel, aber wir müssen sie abschließen, müssen wir sie. Weil das natürlich, das ist wie ein Geschenk quasi. Einfach deswegen, weil wir natürlich diesen Bonus jetzt erhöhen wollen. Das macht uns das weitere Vorankommen macht uns das ein bisschen leichter. Gut, die Map ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. So, na, jetzt haben wir noch so was Schönes da gefunden. Die Map ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer, aber... weil wir natürlich ja schon ohne Probleme jetzt Stufe 3 und vielleicht sogar Stufe 4. Da müssen wir mal schauen, wie problemfrei das werden wird. So, wir haben jetzt die Sphäre der Alchemie. Also eigentlich alles richtig gemacht, sag ich mal. So, deswegen müssen wir sie natürlich laufen. Das natürlich, man könnte es natürlich mal versuchen. So, würde dann aber auf alle Fälle hier den und den aufstellen wollen. So, haben wir ja noch eine Grottekarte rausgeholt. So, also machen, ja, aber... So, die können wir hochstufen. Also wie gesagt, nur durch den Brandschaden, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich denen genug Zeit lasse, dass die überhaupt verbrennen können, aber macht nichts. Könnte beim Endboss, könnte das vielleicht interessant sein. Ach, Alva. Sie verfolgt mich. Naja, wir könnten es ja mal machen. Ich weiß gar nicht, wie viel von der Mission ich noch mache. Achso, das wollte ich letztes, in der letzten Folge noch erzählt haben. Habe ich gar nicht gemacht. Also ich bin unten in der Mine gewesen. Und tatsächlich ist es demnach wohl so, dass... der gute Kollege aus der Mine. Zuständig ist für die Modifikatoren für die Fassung. Da hatte ich ja letztes Mal gesucht, hatte ich ja, glaube ich, auch erzählt in einem Video. Da hatte ich ja gesucht, habe die nicht mehr gefunden. So, die von Vorici. Und das sind Anfertigungsoptionen, die man sich jetzt in der Mine verdient, quasi. Also, ich sag mal, die Anzahl und Färbung der Fassung, Verbindungen, solche Geschichten für die Werkbank, ne? So, einfach einmal durch. Was, er verhüllt mich? Verhüllt mich. Gut. So, ich weiß jetzt gar nicht so ad hoc, was hier für ein Endboss ist. Wenn ich ihn sehe, weiß ich das. Ach komm, Alva, stimmt. So, wie viel müssen wir denn eigentlich noch? 7? So, im Keller. Wir sind jetzt im Keller. Im Keller muss ich eigentlich nichts erreichen. Da komme ich so oder so hin. Es sei denn, hier oben die Werkstatt zum Gemschneider. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Die Hallen sind dafür jetzt mal nicht so wichtig. So, da komm her. So, ärgerlich ist natürlich, wenn man hier stirbt. Komm, kann das eigentlich auch nochmal ganz schnell hier. So, ich lasse dir mal meinen Kumpel da. Ach nee, der macht alleine nichts. So, die Zeit rennt mir allerdings davon. Das ist natürlich nicht so schön.
Von allen Seiten. Gibt's ja gar nicht. Ja, so leicht mache ich euch das nur auch wieder nicht. Aber die Zeit schwindet dahin. Naja, immerhin. Sextant, den können wir vielleicht irgendwann auch gut brauchen. So, aber nicht so wahnsinnig viel gerissen, ne? So, das wird nachher auch immer leichter, wenn man das auf niedrigen Stufen, auf niedrigeren Stufen macht. Das ist aber damals in der Liga auch schon so gewesen, dass die echt knackig sind. So, und dann irgendwann kommt so der Moment, wenn man dann so, ihr begegnet der ja auch, wenn ihr später einfach niedrigstufige Maps einfach mal farmt, um vielleicht ein bisschen Currency rauszuholen, also Währung zu finden, die ihr braucht, Items nochmal zu farmen. Wenn ihr Erfahrungspunkte braucht, ist das in der Regel ja so, dass man ja ganz oft eben auch nicht nur die Hardcore-Dinger macht, wo man dann stirbt, dann muss man einfach auch mal ein bisschen ein paar Sachen laufen, die ein bisschen niedriger sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich hier schon mit dieser einen Gemme zusammenhängt, weil hier fallen jetzt gerade wahnsinnig viele Karten, wie ich finde. Kann natürlich sein, dass der eine oder andere durch den Feuerschaden stirbt und dann einfach coolere Items auch fallen lässt. Aber kann auch einfach ein bisschen mit Glück zu tun haben. So, also ich mag diese Map nicht, ne? Die laufe ich in der Regel auch nicht freiwillig. Also dann muss ich schon echt keine andere Map mehr haben. Oder ich muss mich mal wieder vertun, weil man hier so wahnsinnig viel immer durch die Gänge laufen muss. Und das ist so verzwickt und verzweigt. Also gerade wenn es mal schnell gehen soll, ne? Zum Abschließen, klar. Aber wenn ihr nachher einfach nur Maps farmen wollt und ihr müsst hier jedes Mal 12 Minuten durchlaufen und das vielleicht dreimal hintereinander, das ist nicht schön. Da sucht man sich dann andere Maps aus, wo man so schnell mal durchhuschen kann. So, wo ist hier noch? Ja, ich würde ja gern. Du bist da aber... Kirmes-Olli. Der Kirmes-Olli ist wieder unterwegs. So, dann machen wir aber erstmal Alva, ja? So, wo sind wir denn? In der Kluft. Wo ist die Kluft? Hier müssten wir gerne versuchen nach oben, weil wir wollen ja dahin. So, also müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier irgendwo Gegner finden. Damit wir die Zeit hier mal ein bisschen erhöhen können. Und mit ein bisschen Glück vielleicht auch einer mal irgendwie was fallen lässt, was wir brauchen können. Nee. Alle geizig hier heute. Das war ja nicht so erfolgreich. Der müsste ein bisschen schneller sein. Das will ich mal mitnehmen. Guck mal, das strengt sich so an. Das doch mal. Augenblick für die Götter, oder? Aber ihr wisst schon, was auf uns zukommt. Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. So. Müssen wir bloß mal gucken, wo geht's denn hier weiter? Da unten, da unten, da unten, da unten muss ich irgendwie hier lang. Da kann ich runter. Ah, da ist er! Das war's auch schon. Das war ja doch ein kurzes Vergnügen. Ich habe mir das jetzt schwieriger vorgestellt mit ihm. So, jetzt müssen wir mal da unten runter. Ne, können wir auch hier rüber einfach. So, am Syndikat laufe ich jetzt einfach mal weg. Ah, ne, das ist ein Transport. Ein Transport. Na, einer ist aber noch unterwegs. Oh, da machen sie mir die Tür vor der Nase zu. Halunken. So, jetzt Ruhe hier. Guff. Ja, dich würde ich jetzt hinrichten, tatsächlich. Obwohl, ich glaube, Guff habe ich schon. Ich muss ja mal so eine Liste schreiben, ne? Der, die ich schon habe, die ich da gar nicht mehr erledigen muss als Obermucke. Ja, mach ruhig. Was that really necessary, Exile? Was mit dir? All of this far too personally, but I expect you will come at us with a new strategy next time. So. I look forward to it. So, und ihr stellt auch fest, es fällt ja auch relativ viel hier. Das heißt, ich muss hier wirklich demnächst mal meinen Itemfilter anpassen, sonst blicke ich irgendwann gar nicht mehr durch.
So, und wir können auch schon mal, haben wir gerade Ruhe hier? Ja, machen wir auch gleich mal den Stufenanstieg. So, wo war denn hier die nächste? Ich kann nicht mehr im Prinzip hier aussuchen. Dann nehmen wir die hier oben. Die finde ich am ehesten wieder. So, das heißt, die Widerstandsladen, die halten ja auch länger, was natürlich auch nicht schlecht ist. Und mit dem nächsten Mal bekommen wir dann auch noch eine mehr. So, da ist der Transport einfach in der Tür stecken geblieben. So, wo ist denn hier der Endboss jetzt langsam? Also langsam könnte er ja mal auftauchen. Uiuiuiuiui. Ach so, noch so ein verhüllter Schrein. Ich glaube, ich weiß auch. Jetzt weiß ich, glaube ich, auch, welcher Endboss uns erwartet. Der geht eigentlich. Also den kennt ihr auch alle. So, oder was heißt es geht? Also die Map-Endbosse gehen, sind ja alle irgendwie ein bisschen knackig. Wobei der Char sich hier echt da raushält. So, ich müsste natürlich irgendwann mal gucken, also diese Gemme, so schön sie auch ist mit dieser Items-Geschichte. 30 mehr Elementarschaden können keine Beeinträchtigung verursachen. Das will ich natürlich definitiv nicht. So, so schön das auch ist. Irgendwann darf da natürlich gerne nochmal was Sinnvolleres rein, aber jetzt ist das erstmal, ist jetzt erstmal ganz nett. So, da müssen wir also notgedrungen da hinten, müssen wir ihn irgendwie finden. Irgendwo muss er ja sein, ne? Bis jetzt hatte ich hier immer irgendwie auch einen Endboss. Wo ist der? Habe ich den schon erledigt und ich habe es nicht mitgekriegt? Da hinten, da war ich schon. Ah, oh, nein. Ah, oh, das ist, ich sag ja, ich hasse diese Map. So, da hinten, genau, da ist nämlich so eine klitzekleine Abzweigung. Na gut, dann können wir das nochmal mitnehmen. Wie viele Monster sind hier noch? Mehr als 50 Monster. Sind die alle bei ihm mit drin? Ja, müssen ja. Geht ja nicht anders. So, stimmt. Das ist so eine klitzekleine Abzweigung. Ihr kennt ihn auch alle. Er kennt den alle. So, notgedrungen. Also zumindest jedenfalls die. So, hier sind doch mal Anfertigungsoptionen neu versteckt. So, da ist aber nichts. Und rein. So, das wird aber ein, ich glaube, ein klitzekleines Spiel. So, das sollte eigentlich gut zu packen sein. Also wir sind uns ziemlich ebenbürtig, glaube ich. Aber, also von der Art und Weise. So, ein Stahldiadem nehmen wir auch nochmal mit. Wie, kann ich nicht mehr tragen? Will ich aber tragen. Tatsache, kann ich nicht mehr tragen. Gut, ist aber nicht so schlimm. Weil wir hier eh gerade durch sind. Oh. Kann man das natürlich auch einfach mal mitnehmen. Ich glaube, für meine Hexe wäre das vielleicht was. Deswegen. Oh, die Hexe. Glad you made it back, Hexe. So, der muss ich ein bisschen was verkaufen. Das. Die will ich mir mal alle angeguckt haben hier. So, der ist nicht so schön. Da ist 57 Leben drauf, 96 maximales Leben. Dann ist der hier definitiv besser und auch noch Widerstände. Richtig gut. Der gibt dafür noch ordentlich Rüstung dazu. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Der ist nicht so gut. So, was haben wir hier? Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Nee, schlechter als meine. Dann brauche ich die auch definitiv nicht. Den Ring könnte ich mir nochmal angucken. So, erhöhte globale Kreditstreberchance. Erhöhte Seltenheit. Feuer. Also, richtig schönes Stück. So, der ist aber, der ist nicht. So, Dämmertritt. Ich weiß nicht, will die noch einer haben? Naja, mal gucken. Das muss ich mir dann nochmal anschauen, ob das vielleicht einer haben möchte. Also lege ich das mal da rein. Aber guck mal, wie viele Maps ich hier rausgeholt habe. Mal schauen, ob das so bleibt. So, Karten. So, und das natürlich wäre ein netter Effekt, ne? Wenn man da so viele Sachen rausholt und das dann auch noch so, eigentlich mit so einer Fassung, die so nebenher, die man sowieso nicht braucht. Und ich glaube, die hat jetzt in der Phase, kann man doch bei, können viele Chars nochmal so einzelne Unterstützergemme rausnehmen, um da vielleicht sowas reinzulegen. Hammer. Hammer, gut. So, da können wir mal ein bisschen umschichten. Dann haben wir hier noch irgendwo Ringe. So, und Karten. Da eine habe ich aus Versehen übrig gelassen. So. Und dann geht es auch gleich weiter. Nächste Map.
So, wenn ich mich nicht irre, sind wir jetzt eigentlich ganz gut davor. So, die haben wir alle abgeschlossen. Die haben wir alle, die haben wir alle. Das heißt, wir fangen jetzt hier mit den Vierer-Maps ab. Gletscherkarte ist nett. Hofgartenkarte ist nett. Strandkarte ist auch nett. Und die Leuchtturmkarte, die ist richtig extra fies. Die bewahren wir uns noch auf. So, fangen wir mal hier an. Haben wir hier vielleicht irgendwo was mit Qualität generell? Da könnten wir da eigentlich mal mit anfangen. Ne, wahrscheinlich hier, ne? Ja, habe ich doch geahnt. Ach komm, dann machen wir die schwerste zuerst. Was soll das? So, da fällt auch am ehesten noch was. Also, machen wir das. Glad you made it back. Genau. Vielleicht fallen da ganz viele Karten jetzt. Was ist denn da drin eigentlich? Totems, vergiften. Okay. Das Miese bei der Map ist, man hat eben nicht nur einen Boss, man hat gleich zwei. Ist eigentlich eine tolle Karte zum Laufen, zum Schnelllaufen, weil man einfach so einen Weg folgt, bis man tatsächlich nachher da ist, wo man hin soll. So, also das geht relativ fix eigentlich, genau genommen. Skorpione! Klar. Die vergiften natürlich auch mehr. Wobei mich das Vergiften in der Regel immer gar nicht so stört. So, hier sind auch immer viele Truhen und so. So, der hat ja gebrannt, ne? Ja, ich hätte ja hoffen können, dass der noch was schmeißt, was ich brauchen kann. Natürlich diese Biester, klar. Ihr wollt mir doch das Leben hier schwer machen. So, bisher, es läuft ja ganz gut hier. Interessant ist, dass sich hier durch Ditschland die Hexe stirbt, durch sowas. Bis dato. Der hier nicht. Auch schön. Weiß nicht, ob das die Rüstung ist, dass die vielleicht nicht genug physischen Schaden machen dafür. So, weiter geht's. Eine Sphäre der Alchemie. Also das ist eigentlich immer. Also ich freue mich immer. Also es muss auch nicht gleich eine Chaos-Sphäre sein. Eine Sphäre der Alchemie ist eigentlich super, weil man ja eine verbraten hat in der Regel für die Karte. Und deswegen ist das eigentlich genau genommen auch sehr schön. Auch nicht hässlich. Also das ist eine schöne Unterstützungsgemme für ein Kreaturenbild oder sowas. So, ich bin verlockt, aber der ist leider auch nur blau. Das heißt, die Items sind sowieso schon von Haus aus nicht so gut, die da rausfallen. Hier sind auch nur so Giftbiester. Sind auch nur so Giftbiester. Elendige Giftbiester. Hier sind wahnsinnig viele Truhen, ne? Ich hasse das ja. Ich weiß nicht, die zwingen mich quasi, dass ich sie aufmachen muss. Ich kann auch nicht anders. Das ist wie so ein innerer Zwang. Aber da fällt in der Regel auch gar nicht so viel raus. Aber da haben wir auch eine Sphäre der Alchemie vorhin rausgehauen, ne? Also will ich das jetzt auch gar nicht so schlecht reden. Wenn ich da an den Wahltempel denke, an diese eine Ding da, ne, wo echt so gar nichts rausfällt, aus den ganzen Truhen, da die Wahlstadt da. Oh, fürchterlich finde ich das. Da kämpft man sich so ein ab, ja, die ganzen Truhen zu öffnen. Und da fällt aus keiner was raus. Aber so doll ist das hier auch nicht. Eigentlich bin ich wegen der Truhen hier. So, den haben wir ja schon. Hillock, lass es sein. Hillock. Oh, der hat aber ganz schön zugehauen hier, der Hillock. Ach, da sind schon wieder mehr als nur einer. Na gut, okay. Guff. So. Muss ich natürlich kriegen. So. Endlich. Könnt ihr das mal lassen? Ich will meine Beute. Heute, ich will meine Beute. Das ist meine Beute. Geh weg. So, Hillock. Altes Haus. Du kriegst einen Rang.
Guff, ja. Hm. Guff wird zum Anführer von Transport. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Lass mal ganz kurz gucken. Vernichtet Zwölle, während sie Rang eines Hauptmanns haben. Habe ich ja schon gemacht. Was ist das hier? Während sie mit dem in Verbindung stehen. Gut, da, gut, die werden wir auch noch kriegen. Da muss sie doch auch, da gibt es auch noch so eine Geschichte, während sie Anführer eines Dings sind oder so? Nein. Vernichtet den Drahtzieher 2. Drahtzieher 1. Nein. So, ach, okay. Das, gut, das ist ja auch eine Geschichte. Je öfter man reinkommt. Während sie Anführer eines Dings sind. Guff, Winzling, Grenn. Also das heißt, du darfst Anführer werden. So, langsam aber sicher. Nein, das werden wir nicht machen. Du musst leider hier verhört werden. Hm, da ist sonst eigentlich nichts wirklich Brauchbares dabei, wenn ich mir das so angucke. Gut. So, jetzt müssen wir wieder gucken, wo hat sich versteckt. Da. Ich weiß nicht, wie ich das immer mache. Dass ich die nicht sehe. So. Also, enthüllen. Ist das eigentlich Maximum oder sind die noch nicht ganz fertig oder wie muss ich mir das vorstellen? Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. So. Und war da nicht noch einer? Da, enthüllen. Und dann machen wir das hier. Das wäre zum Beispiel theoretisch ganz interessant für mich, aber ich habe da natürlich keine Nahkampf-Gem drin. So, weil die sind ja woanders. So, also wir können dann jetzt weiter. Ich glaube, ich habe sie alle, ja? Ja, ich habe sie alle. Also der Boss wird noch nett hier, so. Also das mit dem Syndikat auch. Ich habe langsam so ein bisschen so den Eindruck, dass man manchmal doch schon so ein bisschen versteht, worum es eigentlich geht. Das wird immer, aber am Anfang ist das ziemlich viel, was man beachten muss. Und das wird nachher immer ein bisschen besser. So, also am Anfang sollte man wirklich einfach spielen. Und dann sind nachher so ein paar Sachen. Da muss man einfach mal gucken, Mensch, was fehlt einem denn noch? Und da kann man das so ein bisschen zielgerichteter auch machen. Am Anfang ist das relativ viel, was man dann beachten soll. Schafft man ja gar nicht alles. Man kriegt auch gar nicht alles gleichzeitig hin. Kann man gar nicht. Kann man gar nicht. So, deswegen nehme ich jetzt einfach so ein bisschen so mit, ne, was ich so mir so zurechtreime und dann kann man am Ende mal gucken, was man tatsächlich schafft. Ich habe natürlich einen großen Vorteil, dass mir in diesem Fall auch 12 Herausforderungs-Dinger reichen. Also eine so eine Trophäe möchte ich schon haben. Der Top wäre auch noch ganz nett, wie gesagt, aber da muss ich schon 19 haben. So, aber 24 muss ich nicht haben. Bei 24 ist komischerweise ist das so, bis 22 geht das in der Regel noch so, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Aber man muss natürlich auch schon ein bisschen Zeit mit investieren dafür. So, aber 24 ist dann echt schon knackig, finde ich. So, weil dann muss man auch so die eine oder andere Mission oder Herausforderung eben leisten, die echt richtig heftig Zeit frisst. Ne, was weiß ich, sag jetzt mal in dem Beispiel hier die Delph bis Tiefenlevel 270 oder was das war da. So, man steht da ja ganz am Anfang, ne? Also ich hatte ja eigentlich gedacht, man profitiert jetzt ein bisschen, diejenigen, die jetzt so die letzte gespielt haben, aber das ist ja tatsächlich nicht so. So, jetzt geht's eine Runde weiter nach oben. Achso, die können nicht sterben, ne? Weil ich muss den hier erst erledigen. So. Also ich bin mal gespannt, wie sich das mit den Endbossen hier verhält dieses Mal.
So, nun ist das vielleicht aber auch so, man hat immer so eine ganz schlechte Erinnerung an verschiedene Endbosse, aber die stammt ja in der Regel immer vom allerersten Mal, wenn man auf sie getroffen ist. Und da wusste man noch gar nicht, was einen erwartet. Und da hat man ja so gnadenlos versagt. Und deswegen erinnert man sich da viel daran. Also ich weiß, dass der eine mit Channeling arbeitet, was auch schon böse ist. Ich weiß aber auch, dass man sie auseinander locken kann, wenn man sie lässt. So, ich weiß nicht, die ist. Wo, da unten? So, ich will die Hand noch nicht öffnen. Obwohl, jetzt kann ich sie eigentlich öffnen, glaube ich, schon. So, aber erstmal sehen, im Umkreis hier, dass wir ein bisschen weg können. Zur Not, denn ich muss ja vielleicht auch ein bisschen hinterher noch. Dass wir einfach sagen, für diesen Bereich hier machen wir schon mal. Diese Ebene quasi, der Pyramide. Und dann machen wir die Hand. Na, komm. Ich will doch nur die Hand noch schnell aufmachen. Bevor ich mich dann den Bossen hingebe. So, hier war ja auch gar nicht so Schlimmes. Von den Modifikatoren, glaube ich, oder? Plattnerschrott. Das ist echt, da habe ich echt schon viele verbraucht. Rasereiladung, Vergiftblenden, Flüche auf Monster, erhöhte Menge. Ja gut, okay. Also, dann mal los. So, also Hilfe holen wir uns. Und los geht's. So, die Frage ist natürlich, wo sind sie? Da unten. Dass wir möglichst viele mitnehmen. Diese klammernden Hände sind so quasi die Schatztruhen des Bereichs. So, und solange man Gegner hier tötet, solange geht der Kreis auch immer weiter auf. Es kommen neue Gegner, es fallen mehr Schätze, man kann mehr Loot mitnehmen. So, aber irgendwann ist eben vorbei. Und das ist jetzt. So, ich kann wahrscheinlich nichts mehr mitnehmen. Doch, kann ich noch. Ja gut, war auch noch nicht so viel, was ich gefunden habe, ne? Ne? So, wenn man hier übrigens Z und Z drückt mit dem Loot-Filter, ist alles ein bisschen durchsortiert. Und dann rennt man nicht immer so in komische Gegenden. Aber man sieht schon hier auch. Ah, weiß ich nicht. Ah. Man sieht auch hier schon, dass es natürlich immer mehr wird. Dass das echt bald Zeit für eine härtere Stufe oder eine ja, ich weiß gar nicht, strengere Stufe des Blutfilters. So, okay, das war's, glaube ich. Ja, du kannst da unten überleben. Du darfst überleben. So. Na, wo ist er? Oder haben sie den Endboss geändert? Nein, haben sie bestimmt nicht. Wäre ein bisschen überrascht. Bin mal gespannt, wo der ist. Da ist er. Nummer 1. So, das ist nämlich ein Magier, ein so ein Typ. Und dann müsste hier nämlich, und wenn ihr da, da sind ziemlich viele. So, und da wird auch immer gerne gechannelt und die machen ziemlich viel Ärger. Die Kollegen. So, also die sind knackig. Da müsst ihr vorsichtig vorgehen. Aber ihr könnt sie eben auch auseinanderzerren. Wenn die euch angreifen, könnt ihr wegrennen. Dann dauert es zwar ein bisschen länger, aber dann sterbt ihr vielleicht nicht. Das war wohl irgendwie eine Herausforderung. Ich liebe diese Herausforderung, die man erfüllt, ohne dass man weiß. So, die wird ja irgendwo hier drin sein. Keine Ahnung. Schließt Atlas Bonusziele ab. Schließt 400 Atlas Bonusziele ab. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, welche das sind. Im Prinzip haben wir die ja alle. So, wir haben das gemacht. Wir haben da hinten aufgemacht. Hier ist aber auch nichts mehr zu finden. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben doch ein bisschen was haben wir doch hier rausgeholt aus der Karte. Ja, aber nicht wirklich viel, ne? Aber immerhin. Aber immerhin, wir haben ein bisschen was rausgeholt. Sana, erzähl. Was können wir verkaufen?
Die Sache will ich mir angucken. Das Ding will ich nicht haben. Das kann ich verkaufen. 30 Schaden, 30, 5 Kälte, 19 Blitzschaden. Der ist aber knackig. Zauberschaden, physischer Schaden brauche ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das noch überhaupt irgendwen interessiert. Und die finde ich eigentlich ganz gut, aber ich kann sie trotzdem verkaufen. Und das Ding ist doof. So. Die brauche ich aber. Oh, wenn ich die kriege ich da direkt. Ja, kriege ich direkt hier eine Kugel des Glasbläsers, weil die 20% Qualität hat. Ich habe ja meine schon fix und fertig hier. Obwohl, die müsste ich eigentlich nochmal verändern. Aber das sind im Prinzip schon Flaschen, so wie. Obwohl, die habe ich ja nicht mit 20% Qualität, ne? Ne, dann behalte ich die. Dann verändere ich, versuche ich nochmal die zu verändern, anzupassen. Ja. Annehmen, wollen wir mal gucken. Packen wir in die Kiste. So, und dann wollen wir uns hier nochmal ein bisschen aufräumen, wollen wir noch. So, Ringe haben wir hier auch. Machen wir mal erstmal die Sachen weg. Naja, ein bisschen was haben wir schon einkassiert. Ne? Ist jetzt nicht so, dass wir da leer durchgelaufen sind. Wir haben auch fleißig hier Erfahrungspunkte gesammelt. Darf man ja auch immer nicht vergessen. Und ich denke mal, das geht auch definitiv, hoffe ich, einfach immer so weiter. Mit dem nächsten Ring werden wir die Widerstände wieder, also hier die Widerstandsladung wieder erhöhen können. Mit der nächsten Stufe meine ich. Also von daher, da können wir doch schon das eine oder andere, können wir dann hier schon noch verbessern auch. Das heißt, er wird dann noch stärker werden. Und das müssen wir auch. Also wir müssen hier doch schon noch ein paar Schübe machen. Denn die Gegner werden ja nicht leichter. Also die Stufe 4 Maps, wenn man jetzt mal guckt, also das war nach meinem Dafürhalten, war das schon eine der knackigeren jetzt. Da wird man mal sehen müssen, wie er durch die anderen durchläuft. Aber wenn das natürlich so bleibt, dann besteht schon eigentlich noch ganz gut Hoffnung. So, das lege ich mir einfach mal damit rein als Erinnerung. So, also, das soll es jetzt auch gewesen sein. Zwei Maps. Wir haben uns das tolle Hideout hier angeguckt. Das werde ich beim nächsten Mal aber bestimmt wieder loswerden wollen. Nee, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt die nächsten Folgen. Machen wir, vor jeder Folge machen wir ein anderes Hideout. Einfach mal so zum Angucken. Und dann schauen wir am Ende mal, welches wir dann behalten. Ich lasse mich mal überraschen. Also weiß ich noch nicht so recht. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.